Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen von Grünen, wenn wir dieser Legislaturperiode zurückschauen, haben wir doch wirklich keinen Mangel gehabt an Diskussionen über Rüstungsexporte und Rüstungskontrolle in diesem Haus. Durch das neue Regularium, das im Rahmen dieser Koalition vereinbart worden ist, mit Vorabinformationen, mit vorgezogenen Berichten, haben wir eine Dichte an Debatten darüber. Der gleiche Panzer wird dreimal von Ihnen besprochen. Das ist das Publikum wahrscheinlich langsam langweilt. Sie versuchen hier so zu tun, als ob Sie bereit seien, Verantwortung zu übernehmen in der Welt, aber machen sich halt doch einen schlanken Fuß, wenn es ernst wird. Das ist das Problem, das Sie haben. Sie sagen, Sie wollen hier das weiter theoretisieren und diskutieren, und das führt uns kein Stück nach vorne. Sie tun so systematisch, der von Aachen wird gleich die Fortsetzung davon bringen, als ob hier wie auf dem Flohmarkt in Deutschland Waffen zu kaufen wären. Sie wissen, dass es reguliert ist, im Wesentlichen in breitem Einvernehmen außenpolitisch, schon in einer rot-grünen Regierung unter Fischer und Schröder die Grundlagen festgelegt, auf denen heute weitgehend noch gearbeitet wird. Hier sind keine Hasardeure am Werk, aber wenn man helfen will in der Welt und wenn man deutsche Sicherheitsinteressen in der Welt sichern will, dann muss man natürlich das auch tun. Dann muss man Länder, die dazu nicht in der Lage sind, unter Umständen eben auch helfen, sich selbst ihre Grenzen zu schützen, einen Küstenschutz darzustellen. Und genau das haben wir im Fall dieser Küstenschutzboote getan. Dass dort auch Dinge sich ändern können, versucht man natürlich durch ein enges Monitoren dieser Bereiche, in die Waffen ausnahmsweise geliefert werden. Denn Sie wissen sehr wohl, dass es ausnahmsweise ist. Aber es gibt immer natürlich auch Entwicklungen, die man nicht hundertprozentig vorhersehen kann. Jetzt sage ich Ihnen aber noch mal, vielleicht wird Ihnen das ein bisschen bewusster. Wir haben dieser Tage erlebt das Urteil im Falle Srebrenica. 1995 Massaker in Srebrenica. Die serbischen Aggressionskriege Milosevic gegen seine Nachbarn. Da sind wir mit Blauhelmen und ohne richtige Bewaffnung reingegangen. Da waren wir nicht massiv genug. Und das Gleiche hätten wir schon vorher machen müssen in Kroatien, als Vukovar, als das Massaker von Vukovar. Ich sage Ihnen das nur mal, Sie wollen mit allgemeinen Erklärungen Ihre Wohlfühlatmosphäre nicht stören, dass Sie die Friedensretter in der Welt sind. Aber die Welt ist nun mal so, wie sie ist. Und da muss man gegebenenfalls eben auch robust die Fähigkeiten verstärken, dass robust vorgegangen werden kann. Das gilt für uns, wenn wir daran denken, wie unsere vitalen Interessen in der Welt gesichert werden. Und das gilt aber auch für die konkrete Einsatzsituation. Ich weiß nicht, wo der Cem Özdemir ist. Es hat mir gut gefallen, als er damals gesagt hat, da haben wir mitten in die Krise hineingeliefert. Da haben wir mit den Milan-Abwehrraketen an die Kurden, an die Peschmerga, den einzig wirksamen Gegenpol aufgebaut. Gegen IS und gegen Al-Qaida dort im Raum. Und da hat sogar Ihr Parteivorsitzender die Erkenntnis gehabt, dass man denen wahrscheinlich nicht mit dem Stuhlkreis beikommt. Und manchmal ist es so, dass man nicht mit dem Stuhlkreis beikommt. Und da muss man natürlich in so einer Situation auch helfen. Es hilft keinem. Es hätte keinem dort geholfen, der Freiheitskämpfer, die sich dort dem IS entgegengestellt hatten, ihre wohlfeilen Worte hier anzuhören. Im Zweifelsfalle zählt die Tat. Und hören Sie bitte damit auf, den Eindruck zu erwecken in den Diskussionen, die Sie immer und immer wieder führen, dass hier sehr freihändig mit Waffenexporten vorgegangen würde. Sie wissen, wenn Sie die Berichte der Fachleute sich anschauen, wenn Sie den SIPRI-Bericht lesen, wenn Sie sich anschauen, wie unser Anteil in der Welt am Handel ist und wie klein er dagegen ist im Rüstungsbereich, weil wir zurückhaltend sind in unserer Exportpolitik, dann schauen Sie sich doch einfach mal die Wirklichkeit an und versuchen Sie, die zur Kenntnis zu nehmen. Wir wollen, dass unsere Soldaten in hochgefährlichen Situationen erfolgreich unsere Freiheit verteidigen und unsere Interessen verteidigen. Dazu müssen sie mit bestem Gerät ausgestattet sein. Und wenn wir nun gutes Gerät haben, dass das dann auch andere haben wollen und wir das nach sorgfältiger Prüfung dorthin verkaufen, ist eine logische und richtige Politik, und das wollen wir auch gerne so weitermachen. Deshalb werden wir, liebe Frau Keul, Ihren Antrag ablehnen und können uns dem nicht anschließen, sondern machen weiter eine verantwortungsbewusste
an unseren Interessen, an den Interessen der betroffenen Völker orientierte Politik, die Sicherheitsinteressen nicht aus den Augen verliert, sondern die Sicherheit von uns und Verbündeten und befreundeten oder nützlichen Nationen, die uns helfen bei irgendwelchen Aufgaben, dass wir dort weiterhin das tun, was wir für richtig halten. Es wird hier jedes Mal diskutiert, wir rechtfertigen das alles. Aber hören Sie doch auf, den Eindruck zu erwecken, als ob es keine parlamentarische Kontrolle gibt. Der Antrag ist völlig überflüssig. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Linke spricht jetzt Herrn von Aken.